Sie stellen mich da... Alter. Laber nicht. Laber nicht. Ich mach sogar den hier. Nope. Nope, 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 bro. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß, okay? Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ich liebe ihn so sehr, ne? Zugdicke? Ich glaube, das sollte reichen, oder? Ich glaube, wir haben alles. Das werden wir jetzt sehen. Also. So. Close. Close door. Boom. Bro, da muss man doch die Türen. Ist das ein Scherz? Bruder. Die Tür. Und die... Let's go! Granny 3 hat ein neues Update. Anscheinend gibt es jetzt eine. Halte ich fest. Eine U-Bahn in Granny 3. Ehrlich gesagt, nie gedacht, dass sie eine U-Bahn reintun, aber anscheinend soll es das geben. Also, lasst uns das neue Update auschecken. Es kam aus dem Nix. Ich wusste davon nicht mal irgendwas. So, darum, du kannst abonnieren, dass du nicht kommt, täglich Videos holen, alles kostenlos. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du mit der Stufe erschossen. Leute, ich sehe mir sowas nicht aus. Und wenn das Video 1000 Likes in einer Stunde schafft, dann lade ich gleich das nächste Video hoch. Ey, und check gerne mein Merch in der Beschreibung ab, denn da gibt es schon ein paar Sachen, die nicht stehen werden. Okay, wir sind jetzt bei Tag 1 und ich habe das Intro jetzt einfach mal übersprungen. Einfach weil darum. Wir brauchen nicht wirklich das Intro, Leute. Oh mein Gott, da ist ein verdammter Tunnel. Was zum Teufel? Und das Coole ist, es ist sogar auf PC. Da, wo es auch Spaß macht zu spielen. Okay, wir müssen jetzt mal hier rauskommen. Bro, es ist ein neuer Weg, um rauszukommen. Anscheinend soll es sogar noch ein Ende geben, ein weiteres. Also auch ein schlechtes Ende, ein weiteres. Bro, endlich ist das ein geiler Ort hier. Hat sich hier irgendwas geändert? Nein. Alter, okay, lass uns hier durchgehen. Durch diesen Tunnel. What the hell? I need a crowbar. Dafür eine crowbar. Okay, ich weiß Bescheid. Das ist so episch. Was ist das hier? Münze. Ich brauche eine Münze. Der kann ich das wahrscheinlich aktivieren. Da bekomme ich ein Ticket. Oh mein Gott, wir müssen. Oh, irgendwas blockt es von innen. Wahrscheinlich der Stuhl. Oh! Scheiße. Scheiße. Ich muss abhauen, glaube ich. Ah, das hört Granny, oder? Hören die das? Das ist ein scheiß Roboter. Was soll ich da tun? Ah, wir können das Glas dann kaputt machen. Und dann können wir den Stuhl da entfernen. Und dann können wir einfach da reingehen wahrscheinlich. Bro, was soll ich dagegen tun beim Roboter? Der wird mich sonst eliminieren. Der achtet... Okay. Oh! Wow. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich nicht erwartet. Wir sind jetzt schon bei Tag 2. Wir wissen aber, was wir brauchen. Wir brauchen einige Sachen auf jeden Fall. Crowbar, Münze und irgendwas, um das Glas zu stören. Was war das nochmal? Ich muss jetzt einfach nochmal nachschauen, weil ich vergessen habe, was es nochmal war. Also wir wissen schon mal, sie kommt hierher, wenn wir gesehen werden. Was brauchen wir nochmal für das Fenster? Vielleicht kann ich das Glas brechen. Vielleicht auch mit einer Brechzange oder sowas. Okay, aber gut zu wissen, dass sie hier reinkommt. Okay, hier ist nix an der Tür. Es gibt jetzt halt neue Gegenstände und wir wollen halt so ein... Komm, scheiße. Ja, da ist Opa und Oma natürlich da, wenn ich da hereingehe, ist klar. Kann ich bitte hier lang gehen ohne... Bitte? Scheiße, okay, machen wir mal die Tür zu. So, lass mal hier... Nein. Oh! Oh! Okay, scheiße. Das kann nicht wahr sein. Ich gehe runter. Ich weiß nicht wohin, aber ich mach's einfach. Okay, ich verstecke mich, glaube ich, aber mal hier. Scheiße, da ist Lendalina. Granny geht wieder nach oben, glaube ich. Wieso fängt das gerade so heftig an? Ich will einfach nur chillen bei Videospielern. Na gut, versuchen wir es nochmal. Okay, sie hat irgendwo eine Falle platziert. Oh ja, genau, hier. Ich mache ja Geräusche hier, das ist so nervig, ne? Und der Typ hat eine Stromflinte. Okay, lass mal kurz nachsehen. Let's go, Weapon Key. Nice. Oh nein. Ich bin tot. Ey, das ist doch ein Scherz, oder? Egal, wir wissen jetzt, wo der Weapon Key ist. Wir haben noch Chancen. Es sieht zwar nicht gut aus, aber sobald wir einmal die Waffe bekommen und die Stromflinte haben, dann ist vorbei. Außerdem weiß ich ganz genau, was wir für da unten brauchen, okay? Es wird alles gut werden. Zu einer Wahrscheinlichkeit von 0%. Wisst ihr was? Ich sollte mich... Okay, ich schaue mich jetzt mal hier um. Ist okay. Hier ist nix. Dieses Zimmer ist echt unnötig. Aber warte, das ist wichtig. Nein. Nope. Das ist Granny. Sie will halt den Sieg spielen, ich aber nicht. Okay, irgendwas im Auto vielleicht. Das mal... Ja, Zugschlüssel, merken wir uns mal. Okay, also wir haben schon mal den Schlüssel, das ist schon mal sehr schön, aber dieser verdammte Roboter da... Warte, vielleicht kann ich ihn mit der Waffe einfach eliminieren, ne? Stimmt. Zum Glück bin ich Brick Bray. Warte, hier ist irgendwas, was ist das? Seht ihr das? War das schon davor da? Ich weiß nicht, es ist zu dunkel, um zu sehen, was genau das ist, aber ich glaube, das ist gar nichts. Gibt's jetzt mehr dieses, von diesem weißen Zeug hier? Nebel nennt man das auch, glaube ich. Oh, jetzt müssen wir das so aufmachen. Okay. Oh! Das habe ich nicht erwartet, ich schwöre. Oh! Das habe ich auch nicht erwartet, ich schwöre. Oh, ich erwarte da so vieles nicht. Ich bin nicht schon bei Tag 4, ne? Scheiße. Okay, kann ich jetzt bitte da rein, um den verdammten Waffenschlüssel zu holen? Das wäre echt geil. Oh, Kokosnuss, die benutze ich einfach mal. Aber wie gesagt, wir werden erstmal die Waffe benutzen müssen. Also hundertprozentig sogar. Eine Münze. Ich lasse sie jetzt mal kurz hier liegen. Werde ich ja merken, aber dass sie hier ist. Ich muss jetzt mal die Waffe holen. Also da gibt es keine Widerrede. Es sei denn, du bist hier. Oh mein. Okay. Also das ist gerade so unnormal lächerlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch probieren soll jetzt. Ich glaube, ich werde mich einfach töten lassen, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Man muss dazu sagen, jetzt ist mehr. Jetzt ist es spannender, okay? So, das ist halt das Ding. Die kommen auf einmal aus irgendwelchen Ecken. So, ich check das nicht, wieso die aus irgendwelchen Ecken kommen. So, ich. Ich kann das gar nicht nachvollziehen gerade. Oh, scheiße. Ich werde wieder gejagt. Oh! Bitte, Opa ist hier nicht hier drin. Bitte, Opa ist nicht hier drin. Bitte, ich kann einfach... Wo ist der Schlüssel? Ich wurde... Ach ja, ich wurde hier erwischt, ne?
Kommt sie wieder um die Ecke vielleicht? Das ist mein größter Albtraum, der einfach immer wieder hier wahr wird gerade, wenn sie um die Ecke kommt. Oh nein, bitte Opa schläft nicht, obwohl hätten wir die Stoffwindeln, ne? Egal, wir haben 3 Steine. Wir haben jetzt das hier. Das ist geil, das hier zu haben. Wir haben die Coin, wir haben eine Menge Sachen, Bruder. Hier brauchen wir den Safe Key. Ich weiß, Bruder, ich weiß. Okay, ich weiß nicht, wo sie ist. Wir gehen aber mal hier ran und schauen uns mal um, ob wir für Slenderina irgendwie den Teddy finden. Nein? Okay, scheiße. Warte, funktioniert das Teil? Nope. Oh, ich spiele auf hart. Ich wollte normalerweise auf entspannter spielen, weil, ne, darum. Weil ich hab's ja noch nie bei diesem Update gemacht, deswegen wollte ich erstmal ein bisschen chillen, aber... Was soll ich sagen? Hier vielleicht irgendwas... Ja, ein Shed Key. Nice, wir brauchen aber besser die Waffe, die Strohflinte. Oh! Das waren Reaktionszeiten, das kann ich euch sagen. Um die Ecken kommt sie aber auch immer nur in Hard-Modus, ne? Das macht sie nie bei normal. Oh! Ich hasse es. Jetzt finde ich halt Opa gar nicht. Und die bleiben echt nicht lange K.O. mit den Steinchen. Also, die bleiben nur eine Minute K.O. mit der Strohflinte. Ja, ich gehe jetzt einfach rein, ist mir egal. Wir müssen ja irgendwas tun, richtig? Okay, sie geht nach oben. Da ist Falle, Granny. Ich seh dich. Ich bin in die Falle getreten. Da ist Granny. Sie wird gleich wieder wach, Leute. Schläft er? Ja. Danke. So, wir haben jetzt die Waffe, was zwar nice ist, aber... wie gesagt, wir haben noch ein Leben und spielen auf hart. Boom. Und ich... Wisst ihr was? Ja, okay. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh. Zum einen hoffe ich, es gibt jetzt eine neue Endsequenz. Lass mal sehen, ob es die gibt oder nicht. Nein, okay. Das ist, das Alte. Ich seh dich. Okay. Also, wie gesagt, das war auf hart. Töten sich diesmal selbst, also ist wieder das Ende mit dem, wo Grandpa seine Brille anzieht und einen auf cool tut. Ja, okay, er zieht seine Brille an und schaut sich auf die Explosion. Oh, er hat keine Sonne. Doch, er hat seine Sonnenbrille, okay. Oh mein Gott, wir haben auf normal gespielt. Ich glaub's halt nicht. Wir haben das jetzt geändert, dass auf normal man keinen Strom mehr hat. Ja, bis jetzt konnte ich mal den Fahrstuhl benutzen. Das war das Ding. Also vielleicht wäre es doch wichtig, erstmal den Strom anzumachen. Oh, diesmal ist das Holz hier. Benutze ich gleich mal. Und bei normal war es auch so, dass der Boden nicht geknatscht hat. Aber hier anscheinend schon. Wow, das ist ein Teddy. Das ist geil. Ich glaube, benutze ich zuerst einen Teddy. Weil dann hätten wir Slenderina schon mal weg von uns. Ich muss nur kurz überlegen, wie ich nochmal da hinkomme. Warte, wo ist sie? Ach so, oh nee. Ja, okay, nee, scheiß drauf, ich lasse den Teddy hier. Ich glaube, Granny sieht einen sofort, wenn man den Teddy in der Hand hat, deswegen. Ja, aber sie kommt jetzt sofort. Ach du Scheiße. Da ist sie auch schon, macht die Tür zu. Hä, das Spiel ist mit Joma Schwede auf normal geworden, was zum Teufel? Bei hart ist es nur, dass sie sich ein bisschen schneller bewegen, da gibt es sonst keinen Unterschied. Also ja, Slenderina ist dann weg, aber die Frage ist, ob es das wert ist. Vielleicht, wenn ich eine Waffe habe. Und der Boden knatscht hier leider. Ich kenne die Stellen nicht alle, wo es knatscht. Wir werden erstmal das Holz benutzen. Und man muss manche Türen so öffnen. Also die haben einiges geändert, die haben es viel schwerer gemacht, das Spiel. Genau, hier kann man den Strom mal machen, das ist zwar ganz nice, aber... Ich habe noch nicht so schnell das Holz bekommen. Das Spiel ist komplett anders. Also nicht wirklich komplett anders, aber ihr versteht, was ich meine. Oh, nice. Warte mal, komme ich hier irgendwie zustande? Wie komme ich denn da hin? Ich brauche doch den Strom, um da hinzukommen, oder? Oh, ich bin tot. Ja, ich kann hier nichts machen. Seht ihr das? Ich bin tot. Kann ich sie flankieren? Ja, okay, das ist mal... Da hätte ich nicht lang gehen dürfen. Meine Frage ist halt, wieso haben die das Spiel immer schwerer gemacht? Ich will es jetzt ehrlich gesagt wissen. Okay, mach die Tür hier zu. Der Boden knatscht die ganze Zeit. Ich hasse das. Waffenschlüssel, nice. Werden wir uns gleich mal gönnen. Ich muss wissen, wo der Boden knatscht. Oh mein Gott, das ist Opa scheiße. Oh nein, ich gehe durch einen langen Flur. Wodurch er mich leichter bekommen kann. Wenn er freie Schussfelder hat, bekommt er mich leicht. Hierfür ist der Shedkey übrigens. Bro, wieso ist das Spiel so intensiv gerade? Okay, ich brauche die verdammte Waffe jetzt ohne Scheiß. Da war eine Falle, ich habe sie nicht gesehen. Oh mein Gott. Okay, er ist wieder dort. Ist okay. Wir gönnen uns jetzt einfach mal die... Oh, ich habe keine Steine. Scheiße. Ich dachte, wir könnten die ganze Zeit hier warten und hoffen, dass er einfach hier einschläft. Kann das passieren, dass wir hier sind und er einfach einschläft? Weil das ist ja das Zimmer, wo er immer schläft. Da ist Granny. Natürlich hat sie mich gesehen. Ich meine, wieso sollte sie auch nicht richtig? Nicht witzig. Okay, ich verstecke mich unterm Bett. Ja, also sie kommt rein, okay, aber sie durfte mich nicht sehen. Komm schon, das wäre unlogisch. Hier ist die Münze. Wir brauchen verdammte Steine. Oder ist die Fuse? Ja, ich muss mir jetzt mal Steine holen und die Waffe holen. Da gibt es keine andere Option. Scheiße. Aber lass aber aufs Dach gehen. Da kommen die nach wie vor hoffentlich nicht hin, richtig? Oder gibt es auch ein neues Update, dass sie hier hochkommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie mögen ihren eigenen Dachboden nicht. Sad life. Guys. Oh, so kommt... Oh. Stimmt, so kann man auch rauf... Okay, das ist interessant. So kann man auch raufkommen. Okay, wir gehen erstmal... Verdammt, das ist die falsche Stelle. Slenderina ist aber bis jetzt nicht so oft gekommen, ne? Ich meine, jetzt, wo ich sage, kommt sie wahrscheinlich gleich, aber ja. Ich werde mir jetzt echt merken, wo der Boden knatscht. Alter, wie viele Fallen platziert sie hier, die Bier? Hier knatscht auf jeden Fall, okay. Also er knatscht einfach immer in der Mitte eigentlich. Okay, wir sammeln jetzt Steine, damit wir ballern können. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, da ist Opa. Bam. Und Omi. Und bam. Nice. Nehmen wir das hier. Nice. Jetzt geht's ab. Also, hoffe ich. Nicht unbedingt, weil wir können sie nicht die ganze Zeit halten, aber ja. Ich glaube, ich werde sie... Ich glaube...
Nee, ich weiß nicht, was ich tun werde, ehrlich gesagt. Ich würde einfach sterben wahrscheinlich. Okay, die beiden schlafen dort, das ist sehr schön, aber ich muss jetzt mal andere Items holen. Okay, hier knarzt es auch. Ach du Scheiße. Wir brauchen die Fuse hundertprozentig. Wir müssen hier mal abballern, damit wir unsere Ruhe haben. Boom. Und Opa? Keine Ahnung, wo Opa ist. Wir müssen aber auf die Stoffwände achten, weil das Ding ist... Ne? Genau. Das ist, oh, Scheiße. Da haben wir ihn, ja. Nice. So, jetzt können wir in Ruhe die Fuse... Das Ding ist, er kommt da hin. Ne? Er wird wahrscheinlich seine Stoffwände holen. Das wäre nicht so geil. Oh mein Gott, wie süß die da liegen. Das ist echt cute. Muss ich... Scheiße, das ist für oben. Ups. Sorry. Okay, einfach hier rein tun. Nice. Gott, die schlafen echt niedlich jetzt ohne Scheiß. Ich will die echt knuddeln gerade. So, gib mir das hier. Wir könnten die Münze benutzen. Ach, dazu werde ich aber erstmal... Ich glaube, sie nochmal abballern, oder? Okay, ich lasse die Stoffwände erstmal hier fallen, damit er sie nicht bekommt. Jetzt nehme ich die Coin und werde einen anderen Weg nehmen. Weil das ist der Zeitpunkt, wo sie wach werden. Okay, gehen wir schnell hier hin. Nice. Hier knarrt schon wo der Boden, glaube ich. Jetzt bin ich echt gespannt. Okay, da ist meine Waffe. Nice. Und da ist der Teddy. Das sollten wir auch mal machen, glaube ich. Auch wenn sie bis jetzt nicht gekommen ist, aber sie kommt halt random. Okay, lass mal sehen, wie das funktioniert. Da rein. Knopf drücken, Ticket. Ist zwar ganz geil, aber, ach, der Typ wird wahrscheinlich... Oh, das ist ein Weg. Will er ein Ticket haben? Ich glaube, er will ein Ticket haben. Lass mal das Ticket nehmen. Aber das Ding ist, sie wird dann runterkommen, ne? Scheiße, ich bin mir nicht genau sicher, wie das funktioniert mit dem Roboter. Okay, hier hast du Ticket. Ticket, ich will dir ein Ticket geben. Okay. Scheiße. Ich glaube, das Ticket ist jetzt einfach mein Inventar. Das ist kein Gegenstand, den ich in der Hand halte. Oh, okay. Er hat keine Waffe, aber er läuft. Das ist auch gruselig, wenn er läuft, der Alte im Sack. Ich glaube, diese Sachen, obwohl brauchen wir die, es kann sein, dass wir die trotzdem brauchen, die Vasen und so, ne? Alter, es ist umständlich jetzt. Und ich weiß nicht, wie wir den Roboter eliminieren sollen. Oh, scheiße, natürlich. Ich glaube, warte. Gibt es einen Weg, um das zu überleben? Ja, was denn, Lina? Okay, sie hat jetzt gesehen, wie ich hier reinkam. Kommt jetzt hier rein. Ja, ich bin tot, okay. Kann ich sie flankieren? Nein. Oh mein Gott, ich check das nicht mit dem Roboter. Was soll ich denn da tun beim Roboter? So, attackiert er mich, tötet er mich, was passiert da? Ich glaube, ich teste es einfach, oder? Ich muss es testen. Ja, ich mache es einfach, ist mir egal. Ich habe ein Ticket, was will er machen? Mich töten? Wahrscheinlich. Okay, warte mal. Wir gehen aber hier rein. Geht das? Ja. What? Laber nicht. Accelerator brauchen wir. Schlüssel? Den haben wir schon gefunden. Den Accelerator haben wir noch nicht gefunden. Hä, das Teil juckt es gar nicht, dass ich hier bin. Aber wozu brauche ich denn das Ticket, bitte? Das ist Teil, mich in Ruhe lässt, oder? Ja. Ich habe ein Ticket, das lässt mich in Ruhe. What the hell? Was ist hier drin? Oh nein. Ja, was fehlt hier? Ah, ich sehe schon, das hat sie gehört, oder? Was ist das? Ach, das ist, da kann man... Oh, das hat sie auch gehört. Aber hier kann man gut... Oh mein Gott. Laber doch nicht. Bro. Was ist das für eine Gegend? Was gibt's hier noch alles? Wir können uns da unten verstecken im schlimmsten Fall, ist okay. Hier ist sogar eine alte Kasse. Die ist bestimmt 10 Jahre alt oder sowas. Das steht noch open. Ich glaube nicht, dass sie noch geöffnet haben. Okay. Oh, Granny ist da. Ach so, nice. Sie hat mich gesucht. Lol. Oh, Grandpa ist auch dort. Ich bin in der Zelle. Ich bin in der Zelle. Sie sieht mich, oder? Oh nein. Oh mein Gott. Ich habe noch ein Ticket. Was wollt ihr von mir? Okay, wir haben noch 2 Versuche. Und eine Kokosnuss. Ich wollte es erwähnen. Oh, Standardina schon wieder. Bitte gib mir mal was mit dem Zug zu tun, bitte. Ein Padlocky. Okay. Wozu war das nochmal? Wozu war das nochmal? Verdammt. Ah ja, ich weiß wozu, ich weiß wozu. Okay, nice. Brauchen wir aber ehrlich gesagt erstmal nicht. Ich bin tot wegen Standardina. Ey, ich hab langsam echt die Schnauze voll, ne? Jetzt ohne Scheiß. Und das ist schon wieder der letzte Versuch jetzt. Ich scheiße auf. Der letzte Versuch ist mir jetzt egal. Ich mach einfach Sachen. Sollte doch kommen. Okay, das ist wieder Standardina. Ich hasse ihn. Das ist ein Scherz, oder? Oh, schon wieder das Ende. Alter, mir sind gar nicht die roten Augen aufgefallen. Aber hier werden wir vom Krokodil gefressen. Da unten ist es. Sieht sehr geil aus, ich weiß. Boom. Und dann. Und. Accelerator. Wir haben den ersten Gegenstand für den Zug. Ah, damit beschleunigen wir das Ganze. Ich sehe schon. Das Holz, okay. Jemand muss mir echt diese Logik mit Standardina erklären. Ich check die Logik irgendwie nicht. Manchmal tötet sie mich, manchmal nicht. Ist sie eingeschlafen oder was tut sie da? Hey. Okay, sie hat mich gesehen. Das ist Waffenschlüssel. Geil. Da ist Holz. Oh, in so einer blöden Ecke, ne? Oh, er sieht mich. Oh mein Gott, mach die Tür zu und hau ab. Oh, scheiße. Die machen es mir echt nicht einfach. Oh, er sieht mich schon wieder, der Sack. Oh, schon wieder erschreckt, Alter. Oh nein, ich bin tot. Oh mein Gott, hab ich dich erwischt. Nice. Alter, wieso sind die gerade überall? Das verstehe ich gerade echt nicht. Oh! Das wird sich sehr lang, glaube ich. Okay, Granny ist dort. Und Grandpa ist dort. Ich brauche das Holz, ja, hundertprozentig. Und Weapon Key, warte mal, der war doch auch irgendwo. Oh mein Gott, die sind überall. Alter Schwede. Matches, geil. So, dann machen wir das hier mal an. Jetzt haben wir wenigstens Feuer. Granny ist hier, ich gehe einfach schnell nach oben jetzt. Und die Treppen hier hoch. Wir sind gut dabei gerade. So, die Vögel sind weg, weil wir das geile Kamin angemacht haben. Und Chat Key, geil. Okay, es geht voran langsam. Nehmen wir diesen Weg hier runter. Die Frage ist, ob ich hier auch runterfallen kann. Ich glaube aber nicht, oder?
Das würde ich auch gerne mal testen. Das sind so Experimente, die würde ich gerne machen, weil das wäre viel leichter, dann könnte ich darunter gehen, ohne zu sterben. Oh, scheiße. Oh mein Gott, okay, ich glaube, ich bin tot. Granny ist hier. Ich muss, ja, Mann, ich hatte keinen Ausweg mehr. Ich hätte ins Badezimmer gehen können. Oh, scheiße, schon wieder erschreckt. Okay, gib mir das Holz, das ist an so einer blöden Gegend. Hier wird man immer erwischt, wenn man hier gefangen wird. Genau, hier haben wir einen Schlüssel, einen Chatkey, den werden wir auch gleich benutzen. Das Rad brauche ich nicht wirklich richtig. Brauche ich nicht wirklich, weil wozu? Okay, da ist sie. Sie kann hierher kommen oder nicht? Nein. Haha. Oh, jetzt ist aber Opa dort, ey. Ich hasse es. Ich verstecke mich gerade dahinter. Er ist hier auch in diesem Zimmer nur. Ich weiß nicht, ob er mich sieht. Okay, Opa ist dort. Kann er machen. Hier ist der Teddy. Noch was? Nein. Sollen wir Teddy benutzen? Ich mach's mal. Scheiß drauf. Let's go. Auf geht's. So, Granny, von wo kommt sie? Da, okay, da ist dann Delina. Warte, kommen wir? Ja, wir kommen nach oben. Wir müssen nach. Obwohl. Ah ja, durch das Dach natürlich. Granny muss unten sein gerade, es kann gar nicht anders sein. Wir müssen nur aufs Dach kommen, dann haben wir es. Da kriegen wir auch einen Gegenstand, stimmt. Also es ist nur notwendig sogar, dass man das tut. Na, das ist der falsche Weg, glaube ich. Das war hier, genau, hab's gefunden. Und jetzt pack's rein. Hallo? Nice, wir haben's. Okay, sehr schön, gib mir einen Gegenstand. Komm schon, Stendelina. Alter, bist du hässlich. Und was für ein Gegenstand? Ein Padlock-Key. Ah, ich weiß, wozu es ist, aber es ist halt... Brauchen wir halt nicht wirklich, glaube ich, oder? Wo finde ich wohl die Münze? Okay, das Teil ist für hier... Aber da ist halt nichts drin, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir es brauchen werden, ehrlich gesagt. Ich habe eine Idee. Ich werde am Roboter vorbeilaufen. Jetzt lauf einfach vorbei. Ist okay. Es sollte okay sein, oder? Es müsste okay sein. Er dürfte hier nicht reinkommen, oder? Kommt er hier rein? Nein, er kommt hier nicht rein. Okay. Nice. Hier ist auch ein Bild. Das kann auch fallen. Oh, warte. Nee. Ich denke mal, hier ist ein Gegenstand, aber ist gar nicht so. Okay, da ist sie. Okay, lass hier einfach durchgehen. Abkürzung. Zum Glück hört Opa nicht so viel. Granny ist immer diejenige, die alles tut. Oh, hier. Crowbar. Okay, stimmt. Habe ich fast wieder vergessen. Ja gut, nehmen wir das Rad aus Spaß damit. Oh, beide sind da unten, super. Oh, scheiße. Okay, lauf um dein Leben. Bitte, töte mich nicht. Oh Gott, du weißt jetzt gar nicht mehr, wo der Weapon Key war, ehrlich gesagt. Okay, mach das hier ran, dann kommt schon mal das runter. Vielleicht, ah, hier, da ist der Weapon Key. Ja, nice. Okay, das wäre ein Weg, aber das wollen wir, so wollen wir nicht entkommen, richtig? Das wäre dumm. Ich glaube, wir müssen es aber mit den Vasen machen, tatsächlich, was einer der blödesten Sachen ist, finde ich. Weil ich glaube, da kann ein Gegenstand drin sein, oder? War da ein Gegenstand? Ich bin mir doch nicht sicher. Ich glaube aber, ja, leider. Oh nein, sie hat mich gesehen. Oh mein Gott, sie hat mich gesehen, oder? Sie muss mich gesehen haben. Ich bin tot, glaube ich. Okay, sie haben überlebt. Okay, wir haben jetzt eine Waffe. Geil. Jetzt geht es darum, dass wir die anderen restlichen Sachen auch noch finden irgendwo. Okay, jetzt können wir die... Ich weiß mal nehmen und nach oben tun und die Sachen holen. Warte, sind hier irgendwie keine Munition, okay. Wir brauchen die Vasen, glaube ich. Ich glaube, das ist das nächste Ziel, leider. Das ist mein... Das, was ich wirklich also gar nicht tun will. Aber machen wir jetzt einfach mal. Okay, eine ist dort... Das hat sie gehört. Okay, hier ist eine Vase. Sie ist runtergefallen. Ach, hierhin, okay. Nice. Ich dachte, das wäre ganz woanders gelandet. Das hätte sie gar nicht gefunden. Aber ich habe sie zum Glück gefunden. So, die ist tot. Zumindest für 1 Minute und 30 Sekunden. Die andere Vase ist dort. Welcher Raum ist das? Ich glaube, das muss oben sein, oder? Ah, die ist hier, okay. Da ist Grandpa. Ich werde ihn mal töten. Wer ist da? Ist kein verdammter Gegenstand, sondern jetzt ohne Scheiß. Okay, ich glaube, ich habe ein paar gute Wege gefunden, damit es nicht knatscht. Manchmal knatscht es aber trotzdem. Da muss man aufmerksam bleiben. Weil davor hat es bei normalen nicht geknatscht. Aber okay. So, jetzt. Wir dürfen es auch nicht fallen lassen. Ich glaube, wenn wir fallen lassen, haben wir sogar verloren. Weil dann gehen die kaputt, glaube ich, die Vasen. Hier knatscht es eigentlich immer, glaube ich, oder? Ja, hier knatscht es. Okay, da hat es geknatscht. Ich glaube, ich gehe einfach durch die Innenseite. So, mach das hier, hallo, pack das drauf. Was ist hier drin? Was will ich jetzt wissen? Ein Electric Switch. Weiß, glaube ich, wofür er da ist. Ach, der war, dazu brauchen wir ein Ticket, hundertprozentig. Oder? Brauchen wir dazu ein Ticket? Ich glaube, der Roboter wird mich verpetzen, ne? Ich probiere es trotzdem mal. Einfach nur, weil wir ein paar mehr Leben haben. Lass mal sehen. So. Electric Switch. Okay. Scheiße. Können wir das aktivieren? So. So. Ich habe irgendwas gemacht. Ich habe Sturm gemacht, glaube ich. Okay, Granny ging gerade hier lang. Oh! Okay, Grandpa habe ich nie... Beide kommen, glaube ich. Aber wir haben den Sturm gemacht. Können wir jetzt den Fahrstuhl benutzen? Das Ding ist, ich finde die anderen Gegenstände wenig. Wo sind die anderen Gegenstände, hä? Hä? Lass mal kurz gucken. Nein, okay. Strom ist also doch nicht an anscheinend. Wahrscheinlich war das nur der Strom für den Zug. Okay, das wird ein bisschen nervig. Ich muss mich jetzt genau überall umschauen. Sieh, das meine ich. Hier sind nirgendwo Gegenstände. Oh! Alter, hat er mich getroffen, Alter. Verdammt. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir können das Glas brechen. Dazu brauchen wir aber die Waffe wahrscheinlich wieder. Oh Gott, habe ich ihn gesteckt. Bro. Das ist Opa. Ich nehme mal seine Waffe lieber mit, weil ich brauche Munition. Ich meine, mit der Waffe muss es gehen, richtig? Mit der Stoffwinde, da muss Glas zerstört werden. Okay, machen wir es mal. Und boom. Nice. Jetzt jump in. Wir gehen rein. Let's go. Hilfe. Crowbar. Episch.
Tranky, wir sollten das geschafft haben, glaube ich. Ich verstecke mich erstmal, um sicher zu gehen. Hier bin ich immer sicher, das ist das Gute. Wir warten jetzt hier eine längere Zeit, damit hier keiner ist. Oh, sie hat mich doch gesehen hier. What? Okay. Wieso haben die Luft jetzt rein, Leute? Jetzt können wir... Oh, nee. Da muss das Ticket drin sein. Das hat sie gehört, oder? Sie geht weg. Ja, jetzt hat sie es gehört. Da muss das Ticket drin sein, da haben wir alles. Wir wissen wortwörtlich, wo alles ist. Okay, benutze es hier. Schnell, schnell, schnell. Und da ist Safe Key. Und da muss das Ticket drin sein, okay. Scheiße, sie geht... Geht sie nach unten? Nee. Sie geht nach unten, okay. Schnell nach oben. Oh, scheiße, das ist aber Opa. Aber er hat seine Schlupflinte nicht, glaube ich. Nee, er hat kein... Lol. Okay, Safe Key. Mach das rein. Und jetzt? Alter. Nee, das ist dann ein falscher Ausweg. Ich meine, da funktioniert der Strom aber wenigstens wieder. Also könnten wir es tun, aber das ist... Hä, wo ist die Coin? Brauchen wir eine Coin? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir brauchen eine Coin. Scheiße. Und hier, diese verdammten Geräusche, ne? Okay, kann ich ganz schnell den Strom machen? Nice. Ich kann den Generator starten, aber wozu? Dann kommen wir so raus. Aber das will ich ja nicht. Das ist der falsche Weg gerade für mich. Warte, ich habe das Kabel nicht reingesteckt, glaube ich. Ich habe es immer noch in der Hand. Okay, jetzt ist der Strom an. Jetzt geht der Fahrstuhl wenigstens wieder. Aber was bringt uns das? Irgendwas habe ich übersehen. Eine Sache. Lass mal kurz gucken, ob es aufgeht. Ich muss es testen. Nein, funktioniert nicht, weil der Roboter das nicht zulässt, glaube ich. Ich brauche ein Ticket, glaube ich, dafür. Oh, beide kommen, okay. Oh, beide sind K.O.? Ja, beide sind K.O. mit einem Schlag, wow. Das war geil. Und ist die Schuld ein bisschen, aber er bekommt die nicht. Also, wir haben jetzt genug Zeit, um uns umzuschauen, aber verdammt. Warte mal, ich dachte gerade, da wäre irgendwas. What the hell? Scheiße. Nicht schon wieder. Sind wieder beide K.O.? Nee, eine nur, okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich gucken soll, das kann doch nicht wahr sein. Wir können das öffnen, aber ich will nicht rausgehen, das ist echt blöd. Okay, ich bin halt echt dankbar, dass es gefühlt unendliche Steine gibt. Bro, wenn ich sie mit den Steinen treffe, sind die auch so lange K.O.? Das ist crazy. Oh mein Gott, ich renne gerade überall lang, aber ich finde die Münze nicht mehr. Es tut mir leid, ich finde sie einfach nicht. Das Gute ist, ich habe Zeit, weil ich habe die ganze Zeit Waffen und die sind dann Ewigkeiten K.O. Oh mein Gott. Ich habe sie kaum gesehen, ich überlege, ob es bei der Kasse vielleicht irgendwas gibt, aber... Da leider auch nicht. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wo sie ist. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Das werden wir gleich sehen. Da oben auf dem Dach, da sind manchmal Gegenstände. Aber ob da eine Münze ist? Oder irgendwo im Fahrstuhl, das wäre auch eine Option. Nee, auf dem Dach ist keine Münze. Ich glaube, ich gehe zum Fahrstuhl, okay. Okay, jetzt funktioniert der. Vielleicht ist hier irgendwo irgendwas, was eine Münze sein könnte, richtig? Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Warte mal, geht der noch... What? Führt der noch höher? Nee, ne? Nee, ich dachte gerade für eine Sekunde. Oh! Crowbar. Wir haben es rausgehört. Okay, das war's, dann haben wir es. Die Box ist nämlich neu, deswegen habe ich sie nicht gesehen davor. Scheiße, das ist Granny, das ist Grandpa, scheiße. Okay, hier muss die Münze sein, bitte. Ja, wir haben sie. Let's go. Die Frage ist, was für einen Weg wollen wir jetzt nehmen? Ich glaube, ich nehme den. Eigentlich müssten wir jetzt alles haben. Wir müssen nur langsam nach unten gehen und dann können wir alles machen dort. Wenn wir nicht gesehen werden jetzt. So, Münze rein, Knopf drücken, Ticket abholen. Jetzt nur noch ein Gegenstand, der ist oben. Den wollen wir jetzt auch noch benutzen. Und zwar der hier. Den habe ich nämlich am Anfang hier fallen lassen, weil ich wusste, er wird für den Zug sein. Jetzt können wir hier rein. Funktioniert nicht. Ich habe mein Ticket hier, bitte sehr. Oh mein Gott, er öffnet das jetzt für mich. Laber noch nicht. Ich sehe dich. Danke, Bruder. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Mach das auf. Nice. Jetzt noch eine Sache. Ich liebe ihn so sehr, ne? Zugticket. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Ich glaube, wir haben alles. Das werden wir jetzt sehen. Also. So. Close. Close door. Boom. Bro, dann muss man doch die Türen. Ist das ein Scherz? Bruder. Die Tür. Und die Let's go. Let's go. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Was? Was ist los? Ich habe das nicht aufgemacht. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Bro, und die warten jetzt dort. Die denken sich so, scheiße. Wir hätten keinen Zug haben sollen. Wieso haben wir nur einen Zug? Das Ende. Zukunftsende hier nochmal. Wir haben vergessen, die neue Kill-Szene zu sehen. Also wenn wir sterben. Die schauen wir uns jetzt an. Wie ihr sehen könnt, ich habe einen Bademantel an. Ich spiele übrigens auf Crazy. Wir spielen wortwörtlich auf Crazy, okay? Also Granny und Grandpa sind das schnellste ever. Wir lassen uns aber 5-mal töten und hoffen, dass wir Glück haben, sodass wir... das neue Ende sehen. Also wir lassen uns wortwörtlich mit Absicht erwischen, okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. So, lass mal sehen. Kommt sie hier? Hallo, Granny, komm her. Wo ist die, Alte? Da ist sie. Oh mein Gott, sie... Oh! Gibt's Leute, die spielen das so? Es wird auf jeden Fall kein Problem sein, 5-mal zu sterben. Warte mal, ist Granny schneller als ich? Ich glaube, ja. Okay, da ist Opa. Oh mein Gott. Siehst du mal rein. What the? Das ist ein Witz, oder? Wie schnell? Au. Oh, Sandelina, nice. Danke. Okay, durch Sandelina wird man auch schneller anscheinend. Okay, lass mal sehen, ob ich weglaufen kann. Hä?
Man kann das so, glaube ich, gar nicht schaffen. Die ist ja schneller als ich selbst. Noch einmal müssen wir uns erwischen lassen. Hä, man darf sie dann einfach nicht sehen. Und dann kann man das vielleicht gewinnen. Das ist wortwörtlich der Weg. Einen anderen kann ich ja nicht vorstellen. Hier. What? Ich kann das aber nicht fassen. Ich versuche das zu begreifen, aber... Ah, man braucht wahrscheinlich ganz schnell die Waffe dann. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Komm schon, bitte das... Yes! Yes, danke. Danke. Ich meine, es war eine Chance von 1 zu 5. Sie stellen mich da... Alter. Laber nicht. Laber nicht. Ich mach sogar den hier. Nope. Nope, 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 bro. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß, okay? Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Okay, ich glaube, die machen das öfter. Aber ja. Das war's für das Ende. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für mehr davon lasst ihr oben da. Abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke. Checkt mal Merch in der Beschreibung ab und bis zum nächsten Video. Bye.